In diesem Video zeige ich euch eine Zusammenfassung der ersten 5 Jahre meines Pferdes Auri, die ich selbst gezogen habe und ja, welche Schritte wir gemacht haben, dass wir dann jetzt, wo sie 5-jährig ist, ihren ersten Wanderritt gut absolvieren kann, worauf ich geachtet habe, welche Ausbildungsschritte, und ich wünsche viel Spaß beim Schauen. Ja, der Herbst ist gekommen und für mich ist ja die Wanderreitsaison, die sich aber in diesem Jahr ja erstmal als Einstieg erwiesen hat, quasi zu Ende. Trotzdem reiten wir natürlich noch gerne aus und ich habe überlegt, dass ich euch mal ein Video zusammenstelle zu ja, den ersten 5 Jahren von Auri. Auri habe ich selber gezogen und wie ich eigentlich so dahin gekommen bin, dass ich ja, sie jetzt mit 5 Jahren ihren ersten einwöchigen Wanderritt geritten habe, was ich so an Ausbildung gemacht habe, insbesondere bei uns im Flachland, wo wir wenig wirkliche Geländeherausforderungen haben. Und das will ich euch gleich in diesem Video zeigen, anhand von Bildern und Videoausschnitten. Ich habe natürlich die 5 Jahre nicht viel gefilmt, aber ich denke, das ist trotzdem ganz informativ, was ihr da sehen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Auri wurde im Mai 2015 geboren. Und hier ist sie bei der Fohleneintragung. Bei den Trakehnern werden die Fohlen bewertet und dafür dann eben auch eingeflochten und herausgeputzt. Das ist eigentlich schon der erste Trainingsschritt, weil durch Einflechten, Putzen, Verladen, den ganzen Tag mit dem Fohlen rumtüdeln, lernen sie das kennen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie dann später sehr viel entspannter sind im Umgang und auch beim Verladen. Ansonsten dürfen die Kleinen aber die Zeit auf der Weide verbringen und wachsen auch bis dreijährig robust im Offenstall auf. Das ist Auri als Jährling. Kein Hals, keine Muskeln, dicker Bauch, ein typisches Jährlingsfoto. Aber man sieht schon, wie sie später aussehen wird. Als Fohlen lernen die Kleinen natürlich schon halfterführig werden, Hufe aufgeben, sich überall anfassen lassen. Und mit 3 kommen sie dann in die erste Arbeit. Hier gehe ich mit Auri spazieren, mit dem Hund dabei, damit sie lernt, dass der Hund ganz normal mit uns geht. Das Anreiten geht bei uns immer ganz schnell. Wir longieren circa 3 Wochen. Und dann setzen wir uns drauf und hier auf diesem Foto ist Auri das erste Mal mit Reiter ohne Longe zu sehen. Was auch dazu gehört, ist das stille Stehen bleiben und das üben wir auch von Anfang an. Ein bisschen klönen, auf dem Pferd sitzen und dabei das Pferd einfach chillen lassen. Genauso hier beim Satteln, da kannst du ruhig mal irgendwo angebunden eine ganze Zeit lang stehen, bis es dann weitergeht. Das macht geduldig für später. Was auch sehr schnell dazu kommt, ist das Ausreiten. Zu Anfang mit einem ruhigen Pferd dabei, aber hier auch dreijährig bin ich mit Auri schon allein im Wald unterwegs und sie macht es wirklich super, ganz entspannt. Auf diesen Videos ist Auri jetzt 4 Monate unterm Sattel. Sie hat schön Muskeln entwickelt, trägt sich schön, geht schön im Gleichgewicht. Wir arbeiten sie ungefähr 3 bis 4 Mal pro Woche, dabei auch viel im Gelände spazieren, reiten und eben gelegentlich auf dem Platz. Das ist jetzt im Frühjahr, Auri ist 4 und wir haben unsere erste gemeinsame Reise unternommen ins Wendland. Dort sind wir 1 Woche. Hier gehen wir zu spazieren zuerst, damit sie es kennenlernt. Und sie darf dabei immer wieder grasen. Das ist auch fürs Wanderreiten nachher wichtig, dass sie überall entspannt fressen kann. Zum Kennenlernen habe ich erst longiert
Und nachdem wir uns ein bisschen dort eingefunden haben, haben wir dann auch unsere ersten längeren Ausritte gemeinsam unternommen. Und das hat sie als junges, vierjähriges Pferd ganz super brav und lieb gemacht. Und hier seht ihr so einen kleinen Videoausschnitt von einem unserer Ausritte dort. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht noch nicht mit dem Ausreiten in fremder Umgebung, dann kann man natürlich auch führen oder eben auch noch ein zweites Pferd mitnehmen, das Sicherheit bringt. Auch jetzt gehe ich noch mit Auri spazieren regelmäßig und lasse sie immer wieder in fremden Umgebungen fressen, einfach zum Training, dass sie sich dran gewöhnt. Dieses ist jetzt vom Frühsommer. Auri ist jetzt in der Dressurausbildung, ist mir auch schon einmal fies ausgestiegen mit Steigen und so. Und jetzt tasten wir uns langsam wieder so ein bisschen daran, mit dem Ziel, vielleicht auch das erste Turnier in diesem Jahr dann noch zu starten. Und hier ist es soweit. Da haben wir ein Turnier genannt gehabt und haben zwei Prüfungen geritten. Eine Gewöhnungsprüfung für Reitpferde und hier seht ihr Ausschnitte von der Dressurpferdeprüfung. Und in der Dressurpferde war sie dann schon reichlich müde. Das sieht man ja auch. Das sieht alles ein bisschen, ein bisschen beschwerlich aus. Aber in der Gewöhnungsprüfung für Reitpferde, da ist sie super gelaufen, sehr brav, hat das alles klasse gemacht. Hier übrigens auch, kann man sich nicht beschweren. Und da haben wir dann auch unsere erste Schleife direkt mit nach Hause nehmen können. Da haben wir mit, ich glaube, 7,5 den dritten Platz gemacht. Da war ich ganz happy. Und das war das erste und einzige Turnier, das wir gemacht haben. Und da hat sie sich auch vorbildlich benommen, muss ich sagen. Jetzt sind wir im Jahr 2020 angekommen. Es ist April, es ist Lockdown und das hat dazu geführt, dass Auri ihren ersten kleinen Wanderritt unternehmen durfte für 2 Tage. Einen Tag hin zu meinem Dorf, da habe ich dann einen kleinen Paddock abgezäunt und habe dann bei ihr im Paddock geschlafen. Sie war das erste Mal alleine, war auch ein bisschen unruhig, hat es aber insgesamt gut gemacht und wie man hier auf dem Foto sieht und da auch, hat sie tatsächlich auch gefressen und war nur am nächsten Morgen etwas unruhig und wollte dann endlich nach Hause. Aber das war ein sehr guter und gelungener erster Versuch. Eigentlich sollte Auri fünfjährig auch noch 1-2 Turniere gehen. Das hat sich durch den Lockdown dieses Jahr und Corona nicht so ergeben. Und wir haben uns spezialisiert oder konzentriert auf das Wanderreiten. Hier übe ich mit Shima an der Leine reiten. Und wir waren auf dem einen oder anderen Extreme Trail Kurs. Dazu habe ich aber nochmal ein extra Video gemacht, wie man diese Extreme Trails zur Ausbildung von Wanderreitpferden nutzen kann. Dann hat Auri einen neuen Sattel bekommen, lernt hier die Packtaschen kennen und hier habe ich sie das erste Mal an der Longe mit den Packtaschen. Ganz gut. Und das Ganze mündet dann 3 Wochen später in unserem ersten Wanderritt in die Prignitz. Von diesem Wanderritt habe ich ein extra Video gemacht. Klickt oben aufs i, dann kommt ihr direkt dorthin.